damit herzlich willkommen zum Point of View Review des Peugeot 208 Allure GT Line, den wir hier haben mit dem PureTech 130 Motor und EAT 8 Getriebe. Die Front gefällt mir extrem gut, sehr schön vor allem diese neue Signatur, das neue Gesicht der Marke Peugeot mit den Säbelzähnen oder beziehungsweise diesen Krallen als Tagfahrleuchte, die man da eben sehr schön sieht. Der Kühlergrill ist auch sehr, sehr schön und präsent. Unter dem Kennzeichen haben wir dann tatsächlich den Abstandsregeltempomaten, der Löwe in der Mitte und der Schriftzug für die Modellbezeichnung 208. Die Seitenlinie sehr gefällig. Die Dachpartie senkt sich so leicht, allerdings nicht so weit, dass man die Fensterflächen verkleinert hat, sondern die Fensterflächen sind sehr schön groß geblieben. 16 Zoll Räder haben wir hier drauf. GT-Line, der Schriftzug hier hinten nochmal auf der C-Säule. Und jetzt schauen wir uns das Heck an. Am Heck haben wir auch eine schöne klare Linie und ich persönlich finde, es wirkt so schön sportlich, diese schwarze Leiste, die die Rücklichter optisch miteinander verbindet. Auch hier, wenn wir auf den Knopf drücken, dann kriegen wir hier auch nochmal das Lichtspiel mit die drei Krallen hier, die LED-Rücklichter, sehr schön. Hinter der Rückklappe, hinter der Heckklappe hier verbirgt sich ein Kofferraum mit 265 Liter Stauraumvolumen, etwas erhöhte Ladekante, ungeschützte Ladekante hier auf dem Stoßfänger. Das ist ganz gut, hier gut geschützt. Dann haben wir keinen doppelten Ladeboden. Da ist alles fest installiert. Die Rückenlehne im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegbar. Und wenn sie umgelegt wird, haben wir eine Stufe. So, dann schließen wir das Ganze hier. Mal schauen uns das Ganze an. Hier nochmal sehr schön der GT-Line-Schriftzug. Gucken wir kurz auf die Rückbank. Hier haben wir an den Außenpositionen Isofix. Das ist hier mit so einem Reißverschluss zu öffnen. Ja, ist ein bisschen umständlich, aber passt dann ganz gut. Kopfstützen weit nach oben ausziehbar. Keine Mittelarmlehne. Zwei USB-Anschlüsse hier unten, USB-A. Dann Kniefreiheit hier hinten ist ordentlich. Da kann man sitzen mit 1,78, wenn der Vordermann genauso groß ist. Und jetzt schauen wir langsam nach vorne. Der Einstieg hier übrigens auf sehr schön ausgeformten Sportsitzen. Die gefallen mir ganz gut. So, dann setzen wir uns einmal rein. Willkommen im Innenraum von Peugeot 208. Den schauen wir uns jetzt hier einmal kurz an. Und gleich fangen wir an mit der wirklichen Besonderheit hier, und zwar dem Peugeot iCockpit. Das iCockpit hier bedeutet bei Peugeot, wir haben ein sehr kleines Lenkrad, oben abgeflacht, unten abgeflacht, und das Kombi-Instrument liegt darüber. Das heißt, der Blick muss auch hier so rüberschweifen. Das ist natürlich erst einmal gewöhnungsbedürftig. Wir haben hier einen 10 Zoll Display, der zum Fahrer hin orientiert ist. Darunter haben wir dann hier die Klavierapplikationen für Direktwahltasten, Klimasteuerung oder aber Radio, Klima, Navigation, Fahrzeugeinstellungen, Telefon, App, Konnektivität und Einstellungen. Die Sitzheizung, die ist hier angebracht, ist auch ein bisschen schwierig zu erkennen. Aber gut, jetzt schauen wir erst einmal, machen wir hier mal ein bisschen Licht an hier drinnen und dann sehen wir jetzt auch schon, das iCockpit sollte sich jetzt gleich mal einschalten. Genau, da haben wir es nämlich schon. Hier die Instrumente sehr weit da unten drinnen. Ich weiß, dass es jetzt hier so nicht optimal ablesbar ist, aber für mich als Fahrer ist es wirklich hoch aufgelöst und lässt sich auch fein ablesen. Genauso gut auch die Einstellmöglichkeiten, die wir haben. Wir können das Ganze ja mehrfach uns oder in verschiedenen Variationen anzeigen lassen. Zum Beispiel Fahrhilfen können wir uns anzeigen lassen. So wie wir das sonst auch eigentlich kennen von Peugeot, die Navigationskarte mit einem kleinen Ausschnitt. Das schaut alles wirklich sehr, sehr pfiffig aus und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das muss ich so sagen. Das soll jeder personalisieren, wie er es denn möchte. Dann haben wir hier den 12 Zoll Bildschirm, der auch wirklich gut ablesbar ist und auch schön aufgelöst. Da haben wir dann hier an der Seite übrigens die Klimabedienung. Da können wir dann die Temperatur nochmal einstellen, wie wir uns das wünschen. Auch sehr, sehr schön und gut aufgelöst. Wie gesagt, die Sitzheizung hier ist ein bisschen schwierig, weil auch die Touchbedienung etwas komplizierter ist. Dann haben wir hier noch ein Ablagefach. USB-C-Anschluss, USB-A-Anschluss, das klappt hier auf. Da die Induktivladeschale für Smartphone,
Darunter nochmal eine Ablageschale mit 12 Volt Anschluss. Dann haben wir hier den Automatikstick, die Parkbremse, die elektronische und den Drive Mode Schalter. Was auch interessant ist oder sehr schön auffällt, das Cockpit ist so ein bisschen in zwei Ebenen eingeteilt. Wir haben hier die obere Armaturentafel und dann geht es darunter tatsächlich hier unten auch durch mit so Carbon-Einlässen. Das schaut eigentlich ganz pfiffig aus. Die Ziernähte hier an der Seite in grün abgesetzt, ja, sorgen auch nochmal für ein hochwertigeres Innenleben. Dann haben wir hier die Sportsitze, sehr gut konturiert und bieten auch einen guten Langstreckenkomfort. Dann haben wir hier die Bedienung für Fensterheber und Außenspiegel. Das Lenkrad selber von den Multifunktionstasten. Hier die Lautstärkenregulierung oder die Spracheingabe. Das ist zum Display verstellen. Hier geeignet der einzelnen Ansichten. Dann können wir hier die Tracks oder die einzelnen Sender wählen vom Radio oder aber die Telefonannahme. Schaltpedal haben wir hier hinter dem Lenkrad bei der EAT8 Automatik. Und genau, Rundumsicht ist auch insgesamt sehr gut, wie ich finde, dank der großen Glasflächen, die wir hier haben. Noch zu erwähnen sei, dass wir hier eine Armlehne haben, die zum Öffnen ist. Da verbirgt sich auch nochmal ein großes Ablagefach darunter. Sie ist allerdings nur in der Länge verschiebbar und nicht in der Höhe einstellbar. Das sollte es aber erst einmal sein und jetzt würde ich sagen, gehen wir auf die Straße. Dann starten wir jetzt einmal den 1,2 Liter Dreizylinder mit 130 PS, 230 Newtonmetern Drehmoment und in gut 8 Sekunden geht es auf Tempo 100. Wir fahren mal los. So, wie wir hören, der Motor läuft kernig, klingt gut, gefällt mir. Dreizylinder-Schnarren ist natürlich zu erkennen. Die Windgeräusche, wir haben jetzt hier ungefähr 28 km/h Wind, habe ich nachgeschaut von außen, sind in Ordnung. Man hört Windgeräusche auf alle Fälle. Abrollgeräusche sind dafür sehr niedrig. Auch die Fahrwerksgeräusche sind niedrig. Das Fahrwerk ist insgesamt sehr gut abgestimmt. Hat einen ordentlichen Mix zwischen Straffheit, um dynamisch zu fahren, und Komfort im Alltag, um tatsächlich schlechte Fahrbahnunebenheiten ausgleichen zu können. Mit dem 130 PS Motor sieht es so aus, dass der sehr lebendig ist. Nur im oberen Drehzahlbereich ist er dann zäh und wirkt ein bisschen zugeschnürt. Die Achtgang-Automatik reagiert gut, ist allerdings immer mal wieder etwas hektisch in ihrem Schaltvorgang. Besonders unschön ist das Getriebe, wenn die Öle noch kalt sind. Da werden dann die Gänge durchaus sehr ruppig gewechselt. Das Gepiepse ist der Spurhalteassistent, der aktive. Wir haben hier auch natürlich Adaptiv-Tempomat verbaut mit Stop-and-Go-Funktion. Wir haben eine aktive Spurführung, wie gesagt, aktiven Abstandshalter und eben teilautonomes Fahren ist hier möglich, wenn wir denn den Assistenten aktivieren. Dazu brauchen wir auch nur den Tempomaten setzen, der hier unten links tatsächlich an diesem kleinen Satelliten, der sich dahinter befindet, haben, dann setzen wir den Regler und automatisch wird auch tatsächlich die Spur gehalten, wenn das Lenkrad denn grün leuchtet, das tut es. Also lenkt er jetzt auch selbstständig, bitte nicht nachmachen, nur wenn man denn auf einer Straße ist, wo man das Ganze dann auch üben kann. Nach kurzer Zeit wird dann natürlich auch aufgefordert, wieder die Hände ans Lenkrad zu nehmen. Der Verbrauch liegt übrigens bei 6,5 Litern bei mir im Drittelmix. Das ist ganz ordentlich, vor allem da ich sehr viel Kurzstrecke mit dem Auto unterwegs bin und auch ansonsten, wenn Autobahn durchaus flott unterwegs war. Kurzer Sprint. Thank you.
Im Sportmodus gibt es tatsächlich einen aktiven Soundaktuator, der dann das Ansauggeräusch verstärkt und so tatsächlich hier für nochmal eine sportlichere Klangart sorgt. Gefällt mir ganz gut, muss ich zugeben. Wir sind also am Ende angekommen hier mit dem Peugeot 208. Und jetzt hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Ich steige jetzt nochmal aus, sperre mein Auto hier zu. Und wenn es euch gefallen hat, bitte vergesst nicht, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und dann natürlich auch die Abo-Glocke drücken. Schreibt mir unten drunter in die Kommentare, wie euch der Peugeot 208 gefällt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch demnächst wieder ein, wenn ihr bei UbiTestet auf eine Fahrzeugvorstellung kommt.